Tja. Bin fertig. Habe fertig, Flasche leer. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, bei dir dauert es ein bisschen mehr. Das weiß ich eh leider. Weißt du was, ich mache mir jetzt eine Workbench, ganz einfach. Eine Workbench. Die hole ich dann da hier. Dann mache ich aus dem Holz noch schnell welche. Ich glaube, ich kann aus dem ganzen Holz machen. Weil, wir brauchen ja unendlich viel. Stell dir vor, wir hätten die ganzen Tunnel aus Holz gemacht. So wie man es eigentlich ursprünglich gedacht hätten. Wenn wir nicht rauskommen. So, warte mal, da können wir das noch so machen und dann können wir das so machen und so machen und dann bleiben uns genau noch zwei Holzstückchen übrig. Juhu, ich freue mich. Gut, dann kann ich wieder zurückrennen. Hast du gewusst, wenn du Steuerung drückst, dass du dann automatisch sprintest, dass du nicht zweimal W drücken musst? Mhm. Ich hab's nicht gewusst, bis vor kurzem. Ich habe nämlich immer noch Doppel W drückt. Zum Sprinten. Ich kleiner Noob. Huch. So. Das Lustigste ist, wir bauen hier die ganze Zeit Bahnstrecken. Bahnstrecken, nutzen wir die eigentlich irgendwann einmal auch? Wie ist denn das Board hier? Das ist ja scheiße. Das ist noch schissener. Achso. Es ist so. Ja, passt ja. Yeah, Gernot, wir sind angekommen. Hallo. Hallo. Hättest da oben auch gehen können. Sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen wir dann, schauen wir mal, wie viel hast du noch Holztreppen übrig? Holztreppen an sich nicht mehr, nein. Nein, okay, warte mal. Haben wir. Scheiße, nein. Nein, ist nicht mehr da. Weil da ist nämlich der Tunnelgang in Richtung Lavaschlucht. Naja, was soll's. Wenigstens der Bahnhof steht. Moment. Ne? So, warte mal. Ich muss dir ehrlich sagen, wäre der Bahnhof nicht gestanden, hätte ich letztes Mal beendet. Das glaube ich dir sogar, Gernot. Das glaube ich dir sogar. Wohin geht's denn da eigentlich? Gleis 1. Gästedorf. Haben wir, glaube ich, schon fertig, oder? Was? Gästedorf. Ja. Schon, gell? Okay. Beziehungsweise ich schau mal zur Sicherheit. Warte auf mich! Naja, hast du eine Lore? Da wirst du mir eine bauen können. Das ist kein Eisen? Nein. Ach, da bist du mir einer, der Host. Für sich müsste der fertig sein. Wie schön flüssig das läuft. Mhm. Solange ich beim Kuhstall vorbeigehe. Nee, ist nicht fertig, aber aussteigen. Na, bleib stehen, Lore. Scheiße! Lore! Nein! Puh. Wo sind deine? In meiner Hand. Achso, passt. Okay, dann nehme ich die Seite hier. Ja, warte kurz. Ich brauche eine Workbench. Achso, warte, dann stelle ich da hin. Warte, ich habe eine Workbench da. Soll ich gleich aus allen das machen? Ja, sicherlich, habe ich auch gemacht.
Ich blieb mal, unten haben wir nämlich auch noch einen Tunnel, der nicht fertig ist. Da machen wir heute alle Tunnel fertig, inklusive Gleise verlegen und Kies verlegen, sofern sich's ausgeht mit Kies, weil das weiß ich nämlich nicht. Und dann haben wir die Baustelle wenigstens abgekackt, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn ich die Werkbench abbauen kann, sagst du mir's ja. Mhm. Also. Alter. Dieses Verbauen geht morsch. Hallo? Stimmt, weil da habe ich ja irgendwann einmal oben fertig gemacht und da unten ist mir dann das Holz ausgegangen oder irgendwie, weil das Holz ist ja bei uns immer rar, ne? Mhm. Na gut, ich möchte nicht gern wissen. So, ich laufe aufs Ende und fange mit dem Ende an, okay? Ja. Du, was du nicht lassen kannst, mein kleiner Paravan. Okay, bis daher ist fertig, das heißt, wir brauchen eigentlich nur die gerade machen. Baustellenbeseitigung. Huch. So, dann fahren wir mit der Lore da rauf. Ja, das ist fertig. Ich finde den schwarzen Strich da oben immer geil. Mhm. So, schauen wir mal, ob das Haus von der Dingsmuseum noch da steht, von der Schlafsucht. Oh, Creeper. Kleiner Creeper, leg dich nieder und schlaf. Ja, das steht da, Gott sei Dank. Chance gehabt. Au. Au. Und sieh aus. Was? Dann kommst du um die Ecken geschossen und der Creeper fliegt 5 Meter weiter weg. Ich habe ja immer schon auf mein Schwert Rückstoß gehabt. Achso, stimmt auch wieder, ja. Na gut, dann fahren wir wieder zurück. Keine Zeit verlieren da. Keine Zeit verlieren. Ich habe jetzt das urgeile Horror-Let's Play gestern Let's Played. Welches? Pineview Drive. Das ist insofern urcool, weil es nämlich deine Angst erkennt. Und je mehr Angst du hast im Spiel, desto mehr Lebensenergie verlierst du. Und Ziel und Zweck ist es, in dem Haus 30 Tage lang zu überleben. Du musst halt jeden Tag durch die ganzen Zimmer gehen und da passiert dann irgendwas irgendwann einmal, ne? Und wenn's da, je länger du überlebst, dann die Tage, ne? Desto mehr oder desto schrecklichere Sachen passieren halt, ne? Und wie heißt das Spiel? Pineview Drive. Okay. Und wenn du zum Beispiel erschreckst und mit der Maus zum Beispiel schnell um und dumm, weißt du, wenn du dich erschreckst, hast du halt die Maus weg, ne? Und das erkennt er quasi, dass du dich erschreckt hast oder sowas, ne? Und zieht dir halt deine Lebensenergie ab. Fuck. Die regenerierst du zwar eh, aber extrem langsam.
Und wenn du dich das, wenn du dich öfters erschreckst in einem Tag, kann es passieren, dass du stirbst. Hallo. Wutsch. Nein. Entschuldigung. Hey, das war nicht mit Absicht. Meins auch nicht. So, das heißt, hier fehlt dann noch der schwarze Strich und die Dingsbums oben, oder? Genau, da fehlt dann noch der schwarze Strich. Und Dingsbums, das machen wir aber nachher. Jetzt schauen wir mal, ob wir unten noch irgendwas unfertig haben. Jetzt will ich mal erst die Holztreppen, Holzstufen machen. Da müssen wir auch die Kisten endlich einmal wegbringen. Dass ich da hier gleich... Weißt du, was beim Decket leibend ist? Hm. Ja, es gibt eine automatische Kistensortierung. Ja, nicht nur wegen denen. Du kannst einen Zug bauen, ne? Mhm. Mit Anhänger und so. Das wäre urleibend. Achso, wo geht's denn da hin, habe ich gefragt. Ist ja noch unbenutzt hier alles. Oder? Na, da hinten haben wir, glaube ich, irgendwas gebaut schon. Ah ja, genau, da geht's ja zum NPC-Dorf. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das NPC-Dorf ist fertig. Na, das ist, glaube ich, NPC-Dorf. Weil das andere ist Mob-Spawner. Das da hinten in der Ecke. Ah, bist deppert, Alter. Das ist auch heftig, was wir da gebaut haben, ha? Mhm. Da habe ich mir was einfallen lassen, ha? Ein Creeper. Da haben wir eh nichts, sonst keine Öffnung. Nein, das ist die einzige Öffnung da hinten. Gut, haben wir noch viel Bahnstrecken, was wir bauen können. Ja. Genau, weil das ist nämlich XP-Maschine, siehst du das? Und die ist komplett fertig. Das wäre unsere erste gefertigte. Ja. Die zum Gästedorf ist jetzt auch komplett fertig, gell? Mit Schienen und oben alles, oder? Na, Blödsinn. Na, da fehlt ja nach oben und da fehlt ja nach oben das und dann. Na, die ist noch nicht fertig. Da fehlt ja noch der Kies und alles. Den Bahnsteig 1 meine ich zum. Na, zum. Was rede ich jetzt da? Na, die Gästedorf ist jetzt komplett fertig. Der Hauptdorf ist noch nicht fertig. Genau. Haben wir da irgendwie noch Kies oder sowas, dass wir gleich da anfangen können? Nee. Hochstellen. Steinstufe. Nein. Ja, das schwarze Eichenholz haben wir auch natürlich nicht da, ist wirklich. Sicher! Wo? Was ist jetzt? Ah ja, da. Ja, dann nehme ich das einmal schnell. Ja, was mache ich? Du. Kommst du mal mit? Jetzt muss ich das mal kurz weghauen. Wo ist jetzt das Schild? Beziehungsweise da hast du mal Stack, kannst du damit anfangen. Dann baue ich das da schnell fertig. So, das war Gleis 2. Dann kann ich hier dabei das rausruppen. Was war das jetzt? Nichts. Wo ist denn der jetzt herkommen? Das fragt mich nicht, weil das. Scheiß, ich weiß nicht, wo das herkommen ist, oder? Es gibt viel Gemma-Urmarsch, weißt du das?